Hi, ich bin Jörg von der Digitalagentur Interaktiv und wir haben heute eine Case Study mitgebracht über ein Intranet-Projekt. Das haben wir für einen mittelständischen Kunden gemacht mit ca. 100 Mitarbeitern und das Ganze basiert technisch auf Plone 6 mit dem neuen Frontend Volto. Und Ziel des ganzen Projekts war es, dass wir nicht irgendein Intranet schaffen, sondern ein maßgeschneidertes, auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmtes Intranet, um wirklich dafür zu sorgen, dass schneller, effizienter, einfacher gearbeitet werden kann. Ja, ich habe Plone als Stichwort genannt. Wer jetzt über dieses Video gestolpert ist und mit dem Begriff noch gar nichts anfangen konnte, Plone ist ein Enterprise-CMS, es ist Open Source. Es steht eine fantastische Community dahinter, die dafür sorgt, dass dieses CMS wirklich immer auf dem neuesten Stand der Technik ist. Und für uns ist es praktisch wie ein Schweizer Messer, mit dem wir Projekte machen, von Intranets wie in diesem Fall über Websites bis zu Web-Applikationen jeder erdenklichen Art. Ja, zurück zum Projekt, was wir vorstellen wollen. Ausgangslage war, dass wir tatsächlich geguckt haben, was waren die Zeitfresser, was waren die Probleme bei der bisherigen Vorgehensweise, bei den Prozessen, die der Kunde schon hatte. Und wir haben gesehen, naja, es waren ein paar Klassiker dabei. Es gab also ein zwar webbasiertes Intranet auf der einen Seite, es gab aber auch einige Laufwerke, wo Daten abgelegt wurden. Es gab dann die persönlichen Datenablagen, die Suche über das Ganze war schlecht, Performance war schlecht, sodass im Ergebnis eigentlich das bisherige Intranet, was es vorher gab, gar nicht genutzt wurde. Ja, das war auf jeden Fall unser Fazit aus dem Ganzen. Und wie haben wir das rausgefunden? Naja, durch einen userzentrierten Ansatz, so wie in den meisten oder eigentlich in allen unseren Projekten. Wir haben geguckt, was sind die tatsächlichen Bedürfnisse. Wir haben die Nutzer befragt. Wie arbeiten sie denn mit dem alten Intranet? Was brauchen sie? Und haben dann auch in Workshops gemeinsam mit dem Kunden Dinge erarbeitet, die zukünftig Teil dieses Intranets sein sollten. Wir haben Prototypen geschaffen, um wirklich dann auch zu gucken, ist es tatsächlich, sind wir hier auf dem richtigen Weg, was wir für den Kunden entwickeln möchten. Ja, Ergebnis dieses ganzen Prozesses war dann, dass wir ein Intranet mit dem Schwerpunkt Datenmanagement geschaffen haben. Es gibt eine ganz große Menge an Unternehmensdaten, die suchbar sein sollten, die durchsuchbar sein sollten. Also quasi so ein One-Stop-Place als Wissensdatenbank, als Knowledge Hub für alles, was im Unternehmen an Dokumenten und an Wissen verfügbar ist. Was es nicht geworden ist, ganz klar, ist ein Social Intranet in diesem Fall oder ein wirklich Kommunikationstool top-down. Weil das eben bei der User Research rausgekommen ist. Dafür ist das Unternehmen eigentlich mit anderen Kanälen, mit anderen Tools gut ausgestattet und es war kein Bedarf für dieses Projekt. So, jetzt wollen wir kurz reingucken. Was haben wir denn da tatsächlich geschaffen und welche Features haben wir umgesetzt? Und das zeigt uns jetzt Mike, der als Entwickler an dem Projekt auch beteiligt war. Bitte, Mike. So, dann kommen wir zum technischen Teil. Wir haben in unserem Projekt mehrere neue Content-Typen angelegt, sodass wir hier jetzt neben normalen Dateien, die wir einfach hochladen können, auch News, Wiki-Artikel und Kollektionen haben. Um da jetzt die Ablage so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir einfach auf der Hauptebene Container angelegt, also Folderwish-Content-Typen, in denen die Inhalte einfach hochgeladen werden. Komplett unsortiert und strukturiert. Also keine hierarchische Struktur. Damit wir da trotzdem irgendwie filtern können, benutzen wir den Plone Keyword Manager, um jetzt zum Beispiel hier beim Wiki-Artikel den Typ zu vertaggen, die Themen und besondere Anforderungen des Kunden auch Fachbereiche. Selbes gilt für Dateien, die hochgeladen werden. Hier kann man auch den Typ auswählen und damit sagen, es handelt sich um ein Bild, um Literatur oder um Produktunterlagen. Diese Filterung wird dann benutzt in der Suche. Die ist mit Solr und Collector Solr umgesetzt. Und hier kann ich jetzt sagen, ich hätte gerne Wiki und zwar nur welche, die zur Freigabe stehen. Dann finde ich RFC 1918. Oder ich hätte gerne Medien, PDF-Dokumente und zwar nur Literatur. Dann finde ich diese drei. Wenn ich jetzt häufiger nach Literatur suche, dann ist das immer etwas umständlich. Ich kann zwar von jeder Seite aus auf die Suche kommen, muss dann aber erst Medien, PDF, Literatur auswählen. Und deswegen kann ich diese Suche speichern als Kollektion.
kann ich auch benennen. Und dann sehe ich hier, wenn ich die Kollektion öffne, immer meine Literaturkollektion. Kann die anklicken, sehe, es wird nach Medien, PDF, Literatur gesucht und finde die immer. Abgespeichert wird das Ganze, wie eben schon gesehen, in einem Container für Suchkollektionen, dem Solar Collection Container. Dort habe ich jetzt die Literatur und dort habe ich jetzt einen JSON-String, also ähnlich wie Volto-Blöcke, wo der Titel drin steht und dann auch die gesamte Search Query, also die Kategorie, die Facetten, die ich ausgewählt habe, den Mime-Type und den Typen, den ich ausgewählt habe, also Literatur in dem Fall. Was wir jetzt noch haben ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Word-Dokumente haben, wir die nur runterladen können, dann bearbeiten und wieder hochladen. Deswegen haben wir schon Vorkehrungen getroffen, um in Zukunft OnlyOffice einzubinden noch, um dann dieses Runterladen nicht mehr, damit dieses Runterladen nicht mehr nötig ist und um den Kunden zu ermöglichen, auch kollaborativ gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Ja, und das sind so die Sachen, auf die wir gerne aus technischer Sicht hinweisen wollten. Und damit zurück zu Jörg. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Mike, für diese Einblicke in das Intranet. Man kann sagen, das war für uns eigentlich ein ganz typisches Projekt. Viele Kunden kennen eigentlich ihr Problem ganz gut, wissen, dass sie mit dem, was sie jetzt haben, früher oder später an die Wand fahren. Nur die richtige Lösung zu finden, das ist oft nicht ganz so einfach. Und in dem Fall empfiehlt sich tatsächlich so ein Co-Creation-Ansatz, den wir hier gefahren sind, dass wir also User Research machen, dass wir gemeinsam mit den Kunden, mit den Nutzern des Systems, zum Beispiel in Workshop-Art rausfinden, was sind die eigentlichen Bedürfnisse und dass wir dann gemeinsam über Prototypen, Layout-Entwicklung, MVP zu einem guten Ergebnis letztendlich kommen, was tatsächlich dem Nutzer auch etwas bringt. Wer mehr erfahren möchte zu Intranets mit Plone 6, mit Volto, der kann mich gerne kontaktieren über LinkedIn. Meine Kontaktdaten sind hier eingeblendet. Vielen Dank fürs Zugucken für heute. Tschüss.